Da hilft nichts mehr. Ja, ich hab zwei Geld und sie Da hilft nichts mehr. Oh. Also das ist ja das Gefährlichste, da, was wir da mit uns dran. Ja, siehst du. Wenn es blitzt, ja. Das gibt Funken, Herr Schweizer. Kommen Sie, machen Sie was. Also ich würde jetzt nicht auf den Turm gehen. Ne? Warum nicht? Das ist zu gefährlich. Zeig mal. Hast braune Hosen hast du schon an. Schuhe habe ich schon. Gute, aber gut. Gib mal ein Statement von den Park halt. Willst du mein Stativ tragen? Dann bin ich sicherer. Gib mal ein Statement ab, das kommt ja in YouTube für den Film. Für heute den Workshop. Ein Schweizer sagt was zum Workshop. Was muss ich sagen? Ich bin jetzt das zweite Mal mit Harald zusammen. Letztes Jahr war ich in Holland, habe meine alten Kumpels wieder getroffen und es macht richtig Spaß. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich nochmal gehe, wenn er wiederkommt da. Aber es macht richtig Spaß. Mit Harald macht es Spaß, muss ich sagen. Und ich denke, heute habe ich das Bild des Tages geschossen. Wenn er kommt, komme ich nicht mehr. Aber sonst macht es Spaß. Geiler Tag, aber wenn der kommt, komme ich nicht mehr. Da oben gibt es dann Wintergarten. Kaffee euch Kuchen. Ist wirklich schön, ne? Also. Ja, hier drin könnte man jodeln. Jodel mal, dass wir das hier drauf haben. Auf den Sekko. Ja, mach mal Sekko-Jodeln. Mach mal richtig, mach mal frei, gut. Also. Liebe Freunde,
Der Gott Donner hat uns gelähmt. Auch der Jofa von unserem Schweizer Kollegen hat uns nicht abgeschreckt. Also wir werden alles geben. Es blitzt und donnert. Wir sind hier auf dem Louis-Bull-Turm. Die Gruppe ist noch völlig agil. Außer der eine Dame, die macht mal einen Schwenk auf sie. Sie ist sehr stark ermüdet. Ja, also das Wasser und der ganze Trott hat sie völlig mitgenommen. Und hier möchte ich auch noch mal einen Schwenk machen zu meinem Freund hier, zu Norbert. Norbert ist ein Unikum. Ja, er ist zuständig für die Musik. Heute hat er natürlich das Instrument zu Hause vergessen. Normal spielt er Bassgitarre. Spielt ihn ja, Kenner gesagt haben, sogar noch Posaune und alles Mögliche. Gell? Posaune oder Klarinette und Saxophon und alles Mögliche. Und jetzt hat er es zu Hause liegen. Und deshalb hat uns Kurt hier den Jodler gesungen. Ja? Also, jetzt passt auf, wir wollen hier noch ein bisschen ein Bildchen machen, jeder, wo man sagt, wie soll ich sagen, einfach Drama, Baby. Und da werden wir uns auch durchhangeln und die Leute mit den Apps, die haben einfach keine Ahnung. Ich drehe den Kopf so leicht nach hinten und wenn ich da guck mal, da hinten kommt so ein heller Schein. Ja, der helle Schein, das ist mein Freund. Und da nützt auch die ganze App nichts. Und wir werden dann hochsteigen und es wird für jeden ein geiles Bild. Ja, auch für den Schweizer. Er macht auch hier sein Bild. Und die Leute werden sagen, der Glückner von Pirmasens. Ja, nicht der Glückner, der Großglückner im Pirmasenser Raum. Das ist der Louis-Bull-Turm. Und dann, heute Abend sind wir im Café Kuba, im Gasthaus Kuba in Ebenbrunn. Da gibt es speziell ganz fantastisches Wildessen. Das werden wir heute Abend genießen. Auch ein bisschen Schwarz-Weiß-Fotografie, Bearbeitung noch machen. Und morgen sind wir drauf und dran. Morgen früh starten wir durch. Gehen wir auf die Wegelnburg, Hohenburg, Löwenstein und dann an die Altschlossfelsen. Und wenn der Schnee verbrennt, da machen wir noch ein paar geile Bilder. Ich bin ganz sicher. Ich freue mich auf euch und halte durch. Euer Harald. Super! Alter, ich meine, mich tut es nicht sein, ich muss selbst finden, ich muss nicht alleine stellen. Das tut mir gut an. Ja, das ist jetzt das Problem, genau. Ja, aber im Prinzip kann ich nicht anfangen.